Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir sind gerade in einem Turm, wo wir wahrscheinlich gerade, wo ich das gerade wahrscheinlich vorgreifen mit der Geschichte. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm, deswegen let's go for it. Genau, da wollte ich hin. Jetzt können wir schieben. Sehr schön. Weil wir haben hier noch Artefakte, die wir einsammeln können. Und einen Schatz. Den holen wir dann gleich. Und danach gehen wir natürlich zum nächsten Punkt und weiter. Und ja, mal schauen. So, hier sind es noch 19 Meter. 111. Nee, das ist wieder viel zu hoch. Wir müssen da irgendwie in diesen Turm reinkommen. Irgendwie. So richtig. Bin mir der richtige Part noch nicht. Hier da rein. Oh, warte. Da ist eine Treppe. Da können wir rein. Außer, das ist natürlich jetzt der. Nee. Oder waren wir hier drin? Doch, hier waren wir drin. Hier ist doch der Brief, dass er exkommuniziert wurde. Wie kommen wir da runter? Aua! Morgen. Wenn ich das aber jetzt nicht finde, dann gehe ich wieder. Dann kommen wir sicher, wir kommen 100 pro nochmal hierher. Da muss ja irgendwie einen Weg reingehen. Also, sorry, aber... Ah, hier waren wir noch nicht. Oder doch. Sind wir noch wieder auf der anderen Seite? Nö, tatsächlich, hier drin waren wir noch nicht. Aber wir müssen ja irgendwie runter. Nein, vor wen soll ich mich denn in Deckung nehmen? Hier ist ja wirklich gar keiner. Ich habe ja noch gar keinen umgebracht oder so. Deswegen bin ich gerade ein bisschen so, hä? Und hier muss definitiv irgendwo noch ein Runden geben oder so. Dafür nicht erwischt werden. Ja, wie denn? Wenn hier nirgendwo in dem hier Eingang ist, wie sollst du dann erwischt werden? Da waren wir ja schon drin.
Und da sind wir ja zu diesem Raum gekommen. Wo wir ja dachten so, Aber da geht's ja nicht weiter runter. Das ist, das Blöde. Oder ich habe irgendwas übersehen oder so. Aber hier gibt's nicht. Geht's nicht weiter. So. Ist da hier irgendwas? Ist da die Briefe? Da waren wir jetzt auch noch, ne? Dunno. Dann komme ich mal später hierher nochmal. Will jetzt auch nicht noch länger drin alles verzögern. Da wird sicherlich irgendwie... Ist auch noch eine Überfallmöglichkeit. Raubzug mal nicht. Ja, was? Aber das machen wir jetzt noch nicht. Ja, dann nehmen wir einfach die drei Punkte jetzt noch mit und dann gehen wir da hoch. Geht jetzt dich an und dann. So. Da wollen wir hin. Wir fliegen. Naja. Hey, Meister. What's up? Wir tünchen die Strände in... Du bist weit weg von zu Hause, Nordmann. Oh, das mag sein, doch meine 60 Winter konnten meinen Hunger auf Raubzüge nicht stillen. Und ich habe die beste Mannschaft weit und breit. Du hast keine Mannschaft. Siehst du sie nicht? Alles gestandene Kerle. Und du? Mach dich nützlich und hilf das Schiff startklar zu machen. Okay. Was genau sollen wir machen? Warte, da war ein Punkt. Seite 5. Die goldgebenden Krieger des Lichts nach diesem Taten wuchs Rex Homo und König Hadon, der immer noch verärgert über die Geschehnisse in Nidaros war, schickte eine Kriegstruppe um sich, um an ihn zu rächen. Rick ritt auf sein Ross, als er die schwarzen Schiffe Hadons anladend sah. Zahlreiche kampferprobte Krieger gingen an Land. Rasch tritt er zurück nach Goldnes und sah seinen verängstigten Bewohner an. Er lächelte von Mauern Goldnes herab und sagte, wir werden diese Schlacht verlieren, wenn wir sie schlagen. Doch manche Schlachten kann gewonnen werden, ohne sie anzutragen. Er befahl seinen Männern, alle
Goldtinte für die Bücher zu nehmen und die Pferde des Clans golden anzumalen. Dies war schnell geschehen und so ritt er mit seinen besten Reitern los. Sie ritten bis in die Hörweite von Haldons Heer waren. Dann wartete er, bis die Sonne tief stand und befahl seinen Männern, ihn schnell zu folgen und hart zuzuschlagen. Haldons Krieger waren geblendet, als die Pferde die Sonne spiegelten und selbst sein vergoldetes Lächeln warf den Feind gleißendes Licht entgegen. Ricks goldenes Pferd führte einen schillernden Blitzart an Sturm. Die Seelen der Feinde waren in Furcht erfüllt. »Wir können nicht gegen den Feind kämpfen, der unsere Augen verbrennt«, sagte sie ihren Hauptmann. So zogen sie sich zurück und erfuhren erst Tage später, dass Rick mit nicht mehr als 10 tapferen Getreuen gegen sie geritten war. Goldenes feierte den Ricks Ruhm, wuchs immer weiter. Das goldene Pferd von Rick war Goldrasil und es war im ganzen nördlichen Königreich bekannt. Als er starb, wurde es auf einen Scheiterhaufen mit 8 Menschenopfern und 200 Kühen verbrannt. In dieser Zeit kannte man ihn als Rick Goldhaut. Ja, wie soll ich jetzt... Sieh dich nur um! Es gibt so viele Vorbereitungen zu treffen. Fang an, wo du magst. Ja, bring das Erz. Waffen und Schilde müssen gerichtet werden. Aber du hast keinen Schmied. Unfug. Der schwarze Björn ist hier irgendwo. Das ist unser Mann. Ja, so interessant ist zuzuschauen. Das ist so ein wiederkehrender Stein, seht ihr das? Was kann man denn noch machen? Bring Planken! Wenn die Stürme hereinbrechen, müssen wir das Schiff instand halten. Okay. Was haben wir denn noch hier? Müssen wir einmal alles durchgehen, oder was? Wahrscheinlich. Bei Tor, wir brauchen Stroh. Damit können wir die Mauern von Festen in Brand setzen. Wir sind bereit, auf die stürmische See hinauszufahren. Hufsgarde, Knut und den Rest der Männer. Stoß ins Horn! Ein Horn. Man mag ja wohl schlecht mein Horn, oder was? Stoß ins verdammte Horn! Das Schlachthorn ist ertönt! Männer, lasst den Blutregen wie einen Sturm nie... Wölfe! Feinde! Die Schlacht ist nahe, Männer! Lasst keinen unsere Kampflust überstehen! Sterbt, ihr sächsischen Schweine! Das sind Wölfe! Das war ein Kampf für die Ewigkeit. Du kannst froh sein, dass du noch lebst. Die Männer haben heldenhaft gekämpft. Kein Sachse steht mehr. Ganz wie früher. Mein Freund, da waren keine Männer. Nur du und ich. Und deine Sachsen waren räudige Wölfe. Nein. Björn, Skade, sie waren alle hier und kämpften an meiner Seite. So wie schon vor Urzeiten. Nicht mehr. Das waren Schatten auf einem Geisterschiff. Deine Tage des Plünderns sind vorbei. Deine Männer speisen längst in Valhall.
das sein? Wenn, dann war es das wert. Ein letzter Raubzug. Ich danke dir. Aber alle, irgendwie gefühlt alle können da irgendwie nicht mit wirklich aufhören, ne? Das ist ja irgendwie jetzt öfter schon gewesen. Auch ein anderes, ne? 345, ey. Huh. Naja, komm alles hin. Wir gehen jetzt mal wieder hoch. Hat mein Gatte sich endlich beruhigt? Hier ist ein Flur. Der ist unter uns. Wir brauchen einen Eingang. Ja, das setzt sich auch wieder hoch. Ja, ja. Haben die Herrschaften sich hier wieder beruhigt, ja? Ja, einer ist da noch. Zwei. Das war der eine und der nächste kommt jetzt dran. Hab sie? Ich hab gerade auch überlegt, so langsam fehlt mal ein Fluch, ne? Der ist schon länger her, der letzte. Und schon war der da. Manchmal sollte man mit den Gedanken aufpassen. Ja, ich komm schon runter. Geht schneller, wenn ich nicht schieße. Aua! Von wegen! Schweine können nicht fliegen!
deswegen was zu sagen. Ciao. Ja. Großes Maul, nichts dahinter. Das ist passiert. Bei mir ist nichts. Bei mir schon. Oh. Du entkommst mir nicht. Ja, hab ich auch nicht vor. Boom. Ruhe. Noch ein hier? Du hast das Ganze nicht mitbekommen, ne? Schlafnase. Ich will doch nur da nach hinten. Danke. Danke für diese liebe Gabe. Danke. Den Switch verlasse ich da mal drinne. So. So drin. Ein Briefchen. Briefe sind immer gut. Nachricht eines Räubers. Jungs, da ist ein großer Hirsch draußen beim Teich am Rand von Oxnafort. So einen habe ich noch nie gesehen. Was meint ihr? Sollen wir nächstes Mal, wenn wir uns volllaufen lassen, ein paar Zielübungen machen? So, das ist auf jeden Fall der Schatz. Trinken wollen wir jetzt nicht. Haben wir hier irgendwie noch was Interessantes für uns? Scheint nicht der Fall zu sein. So, abgesehen davon. Okay. Was haben wir denn jetzt noch hier? Rätsel. Noch ein Rätsel? Gut, dass unser Pferd jetzt schwimmen kann. Das straight geradeaus. Hat Vorteile. Definitiv. Sprechen. Jetzt. Was ist passiert? Pusteblümchen hat einen Brand entfacht. Böses Mädchen. Alles in Flammen. Ich bin kaum entkommen. Pusteblümchen. Mein kleines Pupsehündchen. Sie ist noch im Haus. Ich bin rausgerannt, aber sie kam mir nicht nach. Kannst du schieben? Kannst du schieben? Kannst du schieben? Da steht wieder was davor. Okay. Na, einmal rum. Kannst du da rein? Kannst da rein. Weißt du stehst genau vom Fenster, wo du rein kannst. Und trotzdem willst du da nicht rein. I don't get it. Also wirklich, ich versteh's nicht. Geh doch da rein. Leider nicht, krieg mich doch. So.
schlecht, oder? Das noch weiter verschieben. Geht's noch ein bisschen in die Richtung? Irgendwie? Nee, das geht alles nicht. Machst du da rein? Was machst du da? Machst du jetzt da rein, Papa? Wo ist der Blümchen? Oh. Pupsilein! Du bist keine Hündin. Hierher, Kleine. Nichts mehr raus hier. So hier raus? Nein. Wo ist denn der Scheiß aus, der da? Das ist nicht dein Ernst gerade hier, ne? Alter. Wo bist du, Blümchen? Kommst du raus? Dein Frauchen ist hier drüben, Pusteblümchen. Da kommst du dann auch, oder was? Im brennenden Haus zu bleiben. Böse, böse, böse. Sie hat Glück, dass sie noch lebt. Gute Seele, ich begebe mich bald in die schützenden Arme des Herrn. Kannst du bitte auf mein Pusti, mein Pupsi-Hundilein aufpassen? Pusti ist kein Hündchen. Sie ist ein Fuchs. Ein Fuchs? Wie dumm von mir. Deswegen liebst du den Wald so sehr, was, Pupsilein? Aber ja, ich werde einen Ort für sie finden. Gott segne dich. Ich sterbe in Frieden. Lebe wohl, meine Pupsi-Pus. Jetzt Richtung Hauptquest. Hörst du mir jetzt hinterher oder was? Tatsächlich. Ah, Spaß macht. Pusti. Wir müssen eine Bleibe für dich finden. Kommst du mit in meine Siedlung? Ich halte einen Zäune nicht auf. So, jetzt sind wir ja hier. Ölkrüge, roten Pfeile, Tierfutter. Nimm alles mit, was uns nützen kann. Verbrenn den Rest. Gedrick. Eivor,
Leben die Tane noch? Jeder Einzelne. Sie stellen gerade eine Fürt aus fähigen Männern zusammen. Sie stehen an deiner Seite, Gedrick. Wir brauchen jeden Speer und Schürhaken, wenn wir Edwin stürzen wollen. Und du und dein Bruder, steht ihr noch an meiner Seite? Mir gefällt deine direkte Art, Gedrick. Meine Axt und die meines Bruders gehören dir. Edwin hat sich in ihrer Feste verschanzt. Sie erwartet weitere Männer und Vorräte. Verflucht sei sie. Wo sind dein Bruder und sein seltsamer Freund? Sie suchen weiter nach dieser Frau, Fulke. Er scheint zu glauben, dass sie uns im Kampf gegen Edwin helfen kann. Ich verstehe bloß nicht, wie. Tu, was du tun musst, Eivor. Ich bereite die Männer, die ich habe, auf den Kampf vor. Ich eile zur Feste Kühnebälle und stelle die Fürth für den Angriff auf. Edwins Burg ist stark und gut gesichert. Kann ich irgendwas tun, um ihren Griff um den Schier zu lockern? Oder um ihr Angst einzujagen? Ah, ein guter Gedanke. Du kannst ihre Fahnenträger dezimieren, falls du welche siehst, und meine Fürth vor Angriffen schützen. Wir haben einige ihrer Vorräte gestohlen. Solltest du mehr Dinge wie diese finden, vernichte sie. Das werde ich. Wenn du bereit für den Kampf bist, such mich im Lager bei der Feste Kühnebälle auf. Mhm. Ich habe meinen Schleifstein vergessen. Schon wieder. Ah, sterbenslangweilig hier. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich liebe den mehrere Quests zu finden. Sigurd, sprich mit ihm. Erwartet bei Lindford an der, weiß nicht, diese eine Popelbereich da. Ne, das ist London. Lindford wartet er. Wo ist denn Lindford? Oxnachford? Ist das irgendwo in dem Bereich? Das sehen wir es noch nicht. Ah ne, da ist Lindford. Da müssen wir hin. Am Nordufer der großen Use. Ich dachte jetzt so die letzten Minuten in dieser Episode spielen wir einmal das Würfelgame, weil der hat Infos wegen dem Orden. Haben wir ja gelesen. Ah, der ist in der Schenke, ne? Mhm. Wir können ja mal probieren. Oh, eine Frage. Ah, Erlüg. Los, lass uns eine Runde spielen. Fangen wir an. Also gut, dann mal los. Mal sehen, ob wir das diesmal hinkriegen. Geht es Segnung? Ja, wir nehmen halt die alle mit nach. Wir starten. Nehmen wir Zahl. Kopf, war klar. Auf jeden Fall dich und dich. Interessant. Den. Nimm alle, abgesehen von denen. Oh,
so doch nicht. Gut, gut. Ja. Nein. Göttersegnung. Wir können ja mal hier gucken, ob wir da was. Hatten wir nicht mal einen der Pfeile Gegner? Ja, der hat nicht, aber Pfeile. Deine Pfeile ignorieren die. Abwarten. Noch nicht so viel, Freund. Okay, wir haben hier einfach 1, 2, 3, 4. Das sind 7. Vorsichtig. Hier geht er nicht. Einfach auf. Hätte wir hätten ein zu wenig genommen, hätte ich einen Gutes Spiel. Aber. Jawohl. Du bist ziemlich gut. Willst du noch eine Runde spielen? Nein, nein. Mir reicht's fürs Erste. So, wir haben Hinweis bekommen. Und ein Held, noch einen neuen Gott. Sehr schön, das freut mich. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, dann war es das für heute. Mal schauen, wie wir nächste Woche vorgehen. Morgen vorgehen. Mal gucken, dass wir Sigurd aufsuchen. Wir werden es erleben. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Ich würde mich natürlich mega freuen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann, auf Wiedersehen.